Moin moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir wollen heute wieder eine Runde Jagdpanzer 2 fahren. Ich habe den Panzer jetzt 179 Gefechte. Seit ungefähr 30 Gefechten habe ich die 12-8er freigeschaltet. Im letzten Gefecht habe ich meinen Panzerass geschafft auf den Jagdpanzer 2 mit 3960 Schaden. In einem vorwiegend 9er, 8er Match. Das fühlte sich richtig gut an. Und ja, jetzt. Nice, dass wir uns hier jetzt natürlich mit 3 TDs hier stelle. Da will ich mich nicht kloppen wollen. Da müssen wir halt ran. Wir sind ein 8er, wir haben eine gute Kanone. Müssen wir gucken, dass wir uns irgendwie anders alternativ einbringen. Ich finde auch allgemein so Hull Down, wenn man die Unterwanne verstecken kann, dann ist der Jagdpanther 2 durchaus in der Lage, auch die meisten Achter in der Oberwanne zu bouncen. Wenn ich jetzt so richtig sehe, so IS-3, das sind jetzt alles nicht so Panzer, die mit so einer megamäßigen von den Heavys Durchschlag glänzen. Ja, das schmeckt natürlich. Ein bisschen unterm Durchschnittsschaden. Aber ich würde sagen, definitiv richtig platziert. 703 kommt er vor. Er kommt vor. Er macht den Fehler. Jetzt hofft er, einen Doppelschuss setzen zu können. Das ist das Geile an diesen ganzen Leuten, die nicht ganz so grandios in diesem Panzer sind. Denken, okay, ich habe jetzt das Doppelrohr. Ich muss jetzt auch Doppelrohr schießen. Und ja, dann den Schuss nicht rauskloppen. Ja, wie ihr seht, ne, gebounced. Wie ich schon sagte, ne, das ist halt die Oberwanne gerade in diesem Winkel durchaus gut in der Lage, auch mal einen Abpraller zu produzieren. Ah, es ist jetzt schwierig hier an dem Turm die kleine Cupola zu treffen. Ah, er ist fast down. Ah, sauber. Sehr gut. Wie gesagt, dann ist die Oberwanne wirklich auch tatsächlich echt knüppelhart. Und kann schon mal selbst auch manchen Neuner herausfordern. Oh, das war ein absoluter Low-Roll, wenn ich richtig gesehen habe. 380 oder so. Natürlich richtig scheiße, so einen fetten Lowroll zu bekommen. Aber man sieht auch, mit dem TD, ne, kann man alles andere machen als nur campen. Man kann sein Team aktiv wirklich im Close Combat, wenn man Top Tier ist, unterstützen. Und auch ruhig seine HP so ein bisschen mit ins Spiel bringen. Ne? Ich hasse TD-Spieler, so wie da hinten der Scorpion zum Beispiel, ganz Zeit hinten sich die Eier wund sitzen, ihre HP nicht ins Spiel bringen. Also HP sind auch, ist auch Panzerung, ja. HP ist Teampanzerung. Ist er noch mal so frech und kommt raus. Ah, da ist die Ecke, okay. Jawohl, das war natürlich auch wieder absoluter Low-Roll. Absolut fies. Also da ist die Kanone aber auch ehrlich gesagt, die trollt euch echt oft, ne? Das ist kein seltener Zufall, dass ihr wirklich mal 4, 5, 6 Schuss hintereinander solche Low-Rolls raushaut und dafür dann aber auch keine High-Rolls bekommt. Also es ist, die Kanone ist wirklich unheimlich trollig. Ja, das ist natürlich auch ein netter Tausch. Sehr, sehr geil. Also die Runde läuft wieder super. Jawohl. Ah, vielleicht kriegen wir Seitenbounce. Jawohl. Sehr gut. Ganz ehrlich, da sind wir jetzt geil.
Wir sind da richtig geil. Und noch ein 507er. Jawohl, ein schöner Schlag ins Gesicht hier. Das tut weh. Und uns tut's gut. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wir haben nicht mehr viel HP. Ah, jetzt kommt was von hinten, das ist jetzt ärgerlich. Jetzt kloppen sich hier alle, das ist eine richtig blöde Situation. Ah. Das ist jetzt natürlich. Ja, hammergeil. Der lässt auch nicht nach. Hier gönnt keiner dem anderen den Speck auf dem Brot. Aber ich würde sagen, bis jetzt haben wir hier ein super geiles Spiel geleistet. Schön aggressiv vorne mit dabei. So wie es das gehört, auch für den Jagdpanther. Haben sogar 1370 abgewehrt durch Panzerung. Das wäre geil, wenn wir, oh, komm her, weißt du was, ganz ehrlich. Wenn ich mit einem Schuss hier noch über 4000 Schaden komme, dann wäre das mein Rekord. Das wäre super mega geil. Das nehme ich jetzt auch in Kauf, dass ich vielleicht dabei drauf gehe. Ah, fuck. Aber das war mir jetzt egal, weil das wäre meine erste Runde gewesen, wo ich über 4000 Schaden gemacht hätte. Und, ja. Ihr seht schon, ne? Panzerung kann sehr weich sein, wenn man die Unterwanne preisgibt. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, war eine richtig geile Runde. Ich bin fast wieder in die 3940 Schaden gekommen aus der Vorrunde. Ja, Hammer, ne? Also, wenn ihr Top-Tier seid, dann könnt ihr auch wirklich wie ein Top-Tier spielen. Gerade in solchen Hull-Down-Situationen. Dann ab nach vorne an die Front mit euch. Okay, dann, wie gesagt, hoffentlich hat das Video gefallen und dann bis bald.